Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth und direkt mit einer richtig geilen Mucke, Leute. Allerdings muss ich nochmal ganz kurz einen Cut machen, weil das so laggt, also wisst ihr, Leute. So, da bin ich wieder. Und ja, genau, wir waren beim letzten Mal hier im Zweiten Weltkrieg und wir müssen jetzt ganz schnell hier Krieg gegen Frankreich erklären. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ich bin hier gerade echt leicht nervös, weil wir haben hier schon, wenn man hier auf den Reichstag klickt, haben wir hier schon Sommer und das ist echt scheiße, dass das schon so weit fortgeschritten ist. Nicht mehr befreundet und ich würde sagen, wir klären Krieg gegen Frankreich. Im Bestreben, den europäischen Kontinent zu beherrschen, hat Deutschland heute der Republik Frankreich und den Benelux-Ländern den Krieg erklärt. Französische Regierungsbeamte gaben sich zuversichtlich, dass der Feldzug der Deutschen an der schwer bewaffneten Maginot-Linie zu Ende sein würde. General Charles de Gaulle inspizierte die Verteidigung an der Front und war für einen Kommentar nicht zu erreichen. Ganz genau, Leute, dann machen wir mal die Franzosen platt hier. So, alles klar, liebe Leute. Dann hoffe ich mal, dass die Zeit jetzt ausreicht dafür. Weil die Gebäude, die halten ja ganz schön viel aus von ihm, muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen. Der Bomber, der wird direkt abgeknallt. Sehr, sehr gut, liebe Leute. So, wir brauchen Bürger. Wir brauchen ganz schnell Bürger. Und zwar 5 Stück. Ach, Bevölkerungslimit. Nein, 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 nein. Ach, Leute, verdammt. Egal. Leute, wir machen hier die Franzosen platt hier oben. Ganz genau. Und jawohl. So, hier oben noch die ganzen Sachen. Fahrt doch nicht da in die Türme rein. Ihr seid doch bescheuert. Leute, wirklich. Und wir müssen einfach nur hier Paris erobern. So, liebe Leute. Würde ich sagen, macht ihr das mal bitte. Und, genau. H, C, 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 so, ganz genau, liebe Leute. Wir brauchen 5 Bürger und da würde ich sagen, bauen wir die direkt mal. Mitten im Zweiten Weltkrieg hier. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist schon echt übel. Also Zweiter Weltkrieg, auch wie wenig Zeit man dafür hat, ne? Aber gut, der Missionsname heißt halt nicht umsonst Blitzkrieg, ne? Das ist halt, ja. So, machen diesen Panzer, machen diese Einheiten da weg. So, auch diese Mörser-Einheiten da. Ganz schön dreist. Alles klar. Aber wisst ihr was? Ich nehme einen Bürger von der Nahrung mit. Das muss jetzt echt schnell gehen. So, alles klar, liebe Leute. Dann macht mal bitte das Ding hier unten im Arsch. Dann einfach weiter. Weiter, weiter, einfach hier Kapitol Frankreich. So, die Bürger, die laufen übers Schlachtfeld. Oh Gott. Oh Gott, nein. Wir werden angegriffen. Nein, nein. Ihr seid doch feige. Wehrt euch ein bisschen. Shit. Okay, gut, Leute, egal. Ich nehme mir gleich die 3 Bürger hier wieder mit. Ach Gott. Da muss ich mich jetzt echt durchschleichen dann gleich, ne? Verdammte Kacke. Och, du... was? Ich wollte schon sagen, ey, hä? Ich wollte schon sagen. Jetzt mach den doch mal kaputt da. Diese Einheiten da. Los, mach die weg. Ist das Ding kaputt? Das Ding ist noch nicht mal im Arsch. Och, Leute, nee. Das muss ich vielleicht nochmal neu laden dann. Das muss ich vielleicht dann nochmal neu laden tatsächlich. Wenn sie das Ding hier noch nicht mal kaputt gemacht haben. Oh Mann. Euer Ernst. Ihr habt das Ding noch nicht mal im Arsch gemacht. Ach Leute, ihr seid doch doof. Ihr seid doch dumm, seid ihr doch. Das qualmt noch nicht mal. Das qualmt noch nicht mal. Bürger, kommt. Bewehrt euch mal ein bisschen. Macht den kaputt. Ach, geil, die Bürger. Ach, verdammt. Gut, Leute, das muss ich dann leider nochmal laden. Ach, weil die zu dumm sind, um das Ding da unten platt zu machen, ne? Es ist irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Shit. Ja, gut, egal. So, Frankreich, den Krieg erklären. So, die Cutscene, die haben wir ja jetzt schon gesehen. Ne, deshalb...
Deshalb ja, nehme ich mir gleich die ganzen Einheiten mit. Und ja, Maginoli, ja. Und mach die Einheiten hier platt. So, liebe Leute, da mache ich jetzt gar nicht lange rum mit den Gebäuden, sondern, ja, es ist erstmal Zeit zum Sterben, ganz genau. Und da unten sind zwei Artillerien, die können direkt weggemacht werden, bitte. Direkt wegmachen, die Scheiße, so. Der hat nämlich auch wieder Ärzte dabei. So. Und hier Zweiter Weltkrieg, Leute. Oh mein Gott. So. Nicht auf den Turm. Verdammt nochmal, ihr seid so bescheuert manchmal. Nee. So. Schützt einfach die das Gebiet hier. Beziehungsweise... Nee. Ihr macht jetzt bitte erstmal die Maschinengewehre platt. Macht die Maschinengewehre platt hier und macht das Ding hier unten im Arsch. So, liebe Leute. Weil ich möchte... Wir müssen uns nämlich echt beeilen hier. Wir werden angegriffen. Ach, jetzt hat er da noch so eine Kack-Einheiten da. Verdammt. Okay, egal. Leute, einfach hier weiter hinfahren. Boah, ey, das ist so anstrengend hier, ne? Kein Wunder, dass die da nichts getroffen haben hier. So, mach die Scheiße weg da. Verdammt nochmal. So, Kapitol Frankreich. Ja, natürlich, plus 15.000, ne? Das ist irgendwie mal wieder typisch. Ja, klar. Ey, Leute, ihr nervt mich. So. Alles klar, dann nehme ich nämlich gleich einfach 5 Bürger von der Nahrung mit. Die 5, genau. Und werde die mal hier an die Front stellen. So. Und wenn die das nämlich gleich im Arsch gemacht haben, mal endlich mal hier. Jo. Wie viel zieht das ab? Nicht viel. Okay, gut. Dann werde ich dann nämlich direkt das Stadtzentrum aufbauen. Wenn die mal nicht so lange dafür brauchen würden, ne? Das ist irgendwie echt bescheuert. So, liebe Leute, die Bürger, die kommen bitte mal hier runter. Und... Nein. Nein! Schieß doch nicht die Bürger ab, du Idiot! Ach, du Penner, wirklich! Das ist so ein Penner! Da kommt er mit dem Panzer auf meine Bürger an, ey! Aber ist egal. Leute. Oh. Jetzt lasst doch mal die Bürger in Ruhe. Ihr seid doch so unfair, ey. Wirklich. Mann. Okay, dann. Ach, verdammt nochmal, Leute. Verdammt nochmal. Ich habe hier so einen Bomber, ne? Moment. Ach, verdammte Scheiße. So, liebe Leute. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass das jetzt ausreicht. Von der Zeit her. So. So. Wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt bald mal echt mal ausreicht hier. Was macht der eigentlich da oben, der Bomber? Hä? Lass den doch mal hier hinten hinfliegen. Der Bomber, der fliegt da oben rum, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. So, Bürger, die müssen durchkommen. Die müssen... Nur die Bürger, die müssen noch durchkommen. Dann hab ich's. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja! Oh mein Gott, wir haben es endlich. Oh, geil. Die Behörden gaben heute zufrieden ihre totale Hegemonie über Kontinentaleuropa bekannt. In vielen europäischen Hauptstädten fanden Paraden statt, doch in Großbritannien betonte Premierminister Churchill erneut, dass der Sieg der Deutschen auf dem Kontinent der Entschlossenheit seiner Regierung, den Krieg auch ohne die USA fortzusetzen, keinen Abbruch tue. Naja, also gegen Deutschland ist England nicht so doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, wir haben's. Wir haben's, Leute. Spiel der Sowjetunion wurde besiegt. Was ist das? Ach, hier hinten. Hier hinten war auch noch einer. Sowjetunion. Toll. Die haben uns ja nicht viel gebracht, muss ich sagen, ne? Nicht so wirklich. Naja, gut. Okay, Leute, wir haben's geschafft. Wir haben den Zweiten Weltkrieg erfolgreich überstanden. Und das würde ich sagen, liebe Leute, speichere ich erstmal unter Deutsch. Ne?
Und dann können wir endlich in die nächste Mission. Das war ja echt knapp am Schluss, ne? Alles klar. Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir das mal. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut nach wie vor hier am Sonntagabend schön aufnehmen. Es ist gerade dunkel geworden. Und Vorbereitungen für die Invasion. Nächste Mission, liebe Leute. Zack. Da würde ich sagen, jo. Wieder der geile Erzähler. Kontinentaleuropa ist weitgehend unter der Herrschaft der Achsenmächte, Großbritannien isoliert und zunehmend auf Nachschub aus Amerika angewiesen. Darum hat Deutschland weitere U-Boote zur Blockade der Inselnation abkommandiert, die alle Konvois an Englands Küste aufhalten sollen. Britannien ist zwar geschwächt, aber nicht besiegt. Für den Endsieg wird eine Invasion der Deutschen nötig sein. Aber eine Invasion muss scheitern, solange die britische Flotte die Küsten schützt. Vor einem Landungsversuch muss Deutschland seine Seestreitmacht stärken. Dann muss die britische Flotte versenkt werden. Ah, also wieder ein Seekampf. Okay, ich verstehe, liebe Leute. Was sehen wir denn da oben? Flugzeugträger, wie krass. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, Mission 5 oder 6 war es schon, ich weiß nicht genau. Missionsziele. Schwächen Sie die Briten, indem Sie Ihre Transporter versenken. Jeder versenkte Transporter nimmt den Briten Ressourcen und liefert sie Ihnen. Cool, okay. Alles klar, also Transporter versenken, okay. Zerstören Sie alle britischen Docks in England. Immer wenn ein Transporter durchkommt, können die Briten die Docks neu aufbauen. Zerstören Sie alle Schiffe der britischen Heimatflotte. Alles klar, das hört sich ja nach einer Seemission an. Ohne Flugzeuge. Hoffe ich zumindest. Ja, alles klar. Cutscene. Das ist Paris. Von hier aus koordinieren wir den Schutz des deutschen Kontinents. Das Marinezentrum liegt in Wilhelmshaven, oben an der Küste. Das ist Wilhelmshaven, die Basis der Nordseeflotte. Außerdem haben wir eine Werft in Norwegen erobert, die uns gut zu Pass kommt. Hier in Stavanger baut Deutschland ein mächtiges Kriegsschiff, das die Briten aus dem Meer jagen wird. Oh yeah, geile Cutscene, Leute. Geile Cutscene. Bis das Marinekommando die Flotte ausgebaut hat, sind wir allein. Mögen unsere Feinde dieses schwarze Wasser vor uns kosten. Findet die Konvois und Feuer frei! Gewinnen die Fische, Brite. Suchen wir uns würdigere Gegner. Okay. Jetzt gewinnen die Fische. Naja gut. Oh, da habe ich einen Flugzeugträger wieder gesehen. Krass, Leute. Okay. Alles klar. Da haben wir U-Boote. Wir haben hier... Oh, wir haben unsere Bismarck. Sobald das große deutsche Kriegsschiff fertiggestellt ist, übergebe ich es dem Marinekommando. Bis dahin muss die Werft geschützt werden. Oh, wir haben Flugzeugträger, liebe Leute. Graf Zeppelin. Ja, aber ich brauche mehr U-Boote. Ich brauche einfach U-Boote ohne Ende. Wow, und hier haben wir den Wilhelmshaven, ne? Die ganzen deutschen Schiffe. Geil, Leute. Und hier kann man nirgends Ressourcen abbauen. Doch, hier haben wir Bürger, Leute. Wir haben hier Bürger. So, dann haben wir hier die 6. Und wo ist denn hier Eisen? Da hinten ist Eisen. Sehr, sehr gut. Dann geht ihr mal bitte zum Eisen hin. So, 4 Stück beim Eisen. Spielgeschwindigkeit ist wieder zu lahm. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir diese Mission mal an. Also,
Wir machen ja wirklich hier als Deutscher in Paris alles platt. Gut, okay. Was haben wir denn hier? Hier brauchen wir viele Seeeinheiten. Ne? Schiffe, hier. U-Boote, 20% Angriff. U-Boote, Trefferpunkte. Und hier Fregatten und Kreuzer Angriff. Und hier Schiffe, Kriegsschiffe Angriff. So, machen wir die ganzen Schiffe mal ein bisschen stärker hier. So, liebe Leute. Und ja, da würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ich freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei guten alten Empire Earth. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier so wird. Ich brauche allerdings noch Nahrung, ne? So, dann würde ich sagen, baue ich gleich mal eine Mühle auf, um dann hier noch die restlichen U-Boote zu bauen. Allerdings brauche ich hier jetzt erstmal nochmal, was haben wir denn hier? Kriegsschiff Tirpitz. Okay, cool. Kreuzer Dado, das ist das Flak-U-Boot. Das Flaggschiff. Hier sind Kriegsschiffe Tirpitz, Fregatte Prinz Eugen. Transporter Atomzeitalter, ja, ja. Aha. Fischerboot, Troller, nee, nee. Oh, was? Der hat Flugzeuge, der Sack. Okay, alles klar, dann bauen wir bitte Flaks auf hier. Bauen wir bitte drei Flaks auf hier, bitte. Bloß nicht nerven lassen vor dem Scheiß. Okay. Gut, Leute, dann haben wir hier noch unsere U-Boote. Die brauchen allerdings Eisen. Haben wir irgendwas, was Gold braucht? Oh, das haben wir tatsächlich. Kriegsschiffe Tirpitz. Sehr, sehr gut. Dann bau die mal bitte. Also gut, dann brauchen wir ja eigentlich noch... Scheiße, wir brauchen eigentlich noch Holz, ne, dafür. Wir brauchen noch Holz. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal. So, alles klar, liebe Leute. Dann haben wir hier 6, 7 und die 8 dann... beim Holz und dann brauche ich nochmal die 8 für die Nahrung. Ich brauche nämlich erstmal Holz, liebe Leute. Ohne Holz geht gar nichts. Ein Konvoi hat England erreicht. Ja, wie soll ich die denn auch besiegen, ey, wirklich? Was ist mit denen? Kann ich die zurückziehen, oder? Ich weiß ja nicht. Das ist ja eine riesen Map hier wieder. Na, das ist eine riesen Map. So. Ah, Großbritannien. Britische Konvois. Was ist das? Das ist ein Flaggschiff, ja, ja. So, Leute. Komm, mach das mal kaputt da. Oh, das da. Das da, das da, das ist blöd, das ist blöd. Dann mach den kaputt, los. Zack. So, Leute, die U-Boote, die sind nämlich echt geil. So, dann machen wir den nochmal ein bisschen stärker. Da ist ein Konvoi. Mach den kaputt. Mach den kaputt. Boah, die ziehen zu wenig ab. Beziehungsweise die Konvois sind zu schnell. Ne, das ist... Die Konvois sind zu schnell. Ach, verdammt. Okay, egal. Leute. Dann, die können uns ja nichts anhaben, ne? Die Kriegsschiffe. Die können nicht auf U-Boote schießen. Ah, 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 ah. Da, Konvoi. Und gib uns die Ressourcen, bitte. Und zack. Sehr, sehr gut. Der Untergang des Konvois hat das Vertrauen des Oberkommandos in die Flotte verstärkt. Die Marine erhielt neue Mittel und das Versprechen auf Lohn für weitere Erfolge. Oh, geil. Oh. Uff. Alter Schwede. Kommt auf einmal mit Bombern hier an. Das ist ja wohl nicht wahr. Kreuzer Dardo, habe ich die gebaut? Nö. ich brauche Flags. Kann ich ihnen helfen? Du kannst uns nicht helfen. So, gut, dann mach J war das, ne? Mühle war J. Ja, das ist auch irgendwie lustig, warum Mühle J ist, aber ist es halt J. Gut, Leute. Alles klar, du gehst wieder zum Gold. Und ihr beide baut mal bitte Flaks auf hier. So. 3 Stück am besten. Damit der, wenn er gleich wieder angeschissen kommt, direkt abgeballert wird hier.
Gold und Holz. Ich habe Holz, was soll denn das? Warum kann ich nichts mehr bauen? Ach, ich habe Bevölkerungslimit. Okay, ich verstehe schon, ja. Was zur... Da kommt der schon wieder mit den scheiß Bomber. Oh. Mach die bitte im Arsch, ey. Diese Drecksdinger. So. Ich habe Bevölkerungslimit, deshalb. Okay, Leute, ich verstehe schon. Ein Konvoi hat England erreicht, aber von wo denn? Naja, egal. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, liebe Leute, Sonntagabend, kurz vor der Arbeitswoche nochmal schön hier Empire Earth aufnehmen. Ja, ist doch ein guter Plan. Ui. Ui, 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 ui. Okay, weg damit. U-Boote können wir bitte diese Häfen platt machen, glaube ich, aber... Nee, wollen sie nicht. Okay, gut, dann unterwegs. Ja. Finde ich gut, dass du unterwegs bist. Ach du Heilige! Die Briten werden den Namen Bismarck bald fürchten lernen. Ah, es ist eine Bismarck. Schaut euch mal den Damage an, Leute. 1800 Damage, oh mein Gott. Also 800 Damage. Und die Range. Die Range muss echt hoch sein bei dem Ding. Boah, geil, Bismarck, Leute. Richtig gut. Wir haben ein Kriegsschiff Bismarck. Oh, Leute, jetzt hört doch mal auf mit eurem scheiß Bomber. So, der Bomber ist weg. Das ist schon mal gut. So, der kann ballern. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Kannst du so weit ballern? Die Bismarck, Leute. Oh mein Gott, deutsches Kriegsschiff Bismarck. Bam! Das sieht doch mal geil aus. So, liebe Leute, jetzt reden wir mal weiter hier mit unserer Bismarck. So, und... man sieht nichts. Ah, der kann es abballern. Okay, finde ich gut, Leute. Der kann es abballern. Punkte mache ich beim nächsten Mal. Ich möchte ganz gerne noch hier dieses Dock platt machen von denen. So, Bismarck, Leute. Ah, da ist noch so ein... Ah, da sind sie also. Von da kommen sie also her. Batz. So, liebe Leute. Dann kommt man alle mal hier runter. Der kann nämlich auch hier dieses, den Flughafen platt machen. Ja, da macht er aber keinen Schaden dran. Gut, mach den platt. Mach den platt. So. Sehr, sehr gut, Leute. Alles klar. Ne, der bringt nichts gegen Gebäude. Beziehungsweise nicht gegen den Flughafen. Und hier können wir auch nochmal drauf ballern. Der hat ja so eine geile Range. Schaut euch die an, die Bismarck. Die sieht echt geil aus. Richtig schönes Kriegsschiff. So, mehr Damage bitte. Und mehr Lebenspunkte, weil das Ding darf auf keinen Fall kaputt gehen. So, Rums, würde ich mal sagen. So, liebe Leute. Diese Flaggschiffe hier. Oh Mann. Ja gut, egal. Mach auf jeden Fall diese Marinewerft platt. So, was ist jetzt genau hier das Ziel? Wir müssen... Zerstören Sie alle britischen Docks in England. Ja, okay. Zerstören Sie alle Schiffe der britischen Heimatflotte. Ach du Kacke. Ja, gut. Okay. Und zack. So, sehr, sehr gut. Was ist das denn für ein Gebäude? Radarzentrale. Oh mein Gott. Jetzt ist wirklich hier Command & Conquer Action angesagt. Komm, du kannst so weit schießen. Sehr geil, Leute. Der kann so weit schießen. Oh mein Gott. Richtig gut. So. Briten. Was zur Hölle? Warum können die nicht da drauf schießen? U-Boote. Naja, egal. Dann lass halt die Bismarck da drauf schießen. Die macht schon genug Damage. Und die normalen Kriegsschiffe können aber auch drauf schießen. Oh, da kommt was, Leute. Da kommt was angeschissen von ihm. Und zwar nicht wenig. Okay, nicht wenig. Definitiv nicht. Boah.
Auf jeden Fall die U-Boote, die bringen's. Die sind echt gut, die U-Boote. Boah, noch mehr. Kriegsschiff King George, der Fünfte. Tch, naja, gut. Gut, liebe Leute. Dann. Ach, du Heilige. Ui, Moment. Bismarck, mach mal das Kriegsschiff da oben platt, ey. Das nimmst du zum Frühstück, so ein Ding. Wirklich. So. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr, Leute. Zum Frühstück so ein Ding, ja. Das ist einfach so. So, dann platt machen. Dann das hier platt machen. Ey, es kommt da noch mit einem Bomber an hier. Das Kriegsschiff kann gerne die Radarzentrale weiter platt machen. Ich meine, ein Konvoi hat England erreicht. Ja, toll. Jetzt kommt er da oben schon wieder. Was soll denn das? Mann, 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 lass mal meine... du Scheiße, lass mal meine Bismarck in Ruhe. Geh dich mal heilen, bitte. So viel hält sie dann doch nicht aus. Scheiße, nein. Gut, okay. Alles klar, liebe Leute. Dann muss die sich mal bitte heilen. Team 1 kann bitte hier drauf schießen. Doch, die kann... Ach, ich wollte schon sagen, die kann sich nicht heilen. Doch, kann sie. Okay. Gut, Leute, aber wie soll ich dann hier jetzt weitermachen? Also ich meine, weiter U-Boote bauen. Ne? Ich brauche eigentlich nur U-Boote, das ist es ja. Nur U-Boote. So. Allerdings habe ich dafür wieder zu wenig Holz. Ja gut, alles klar. Könnt ihr da drauf schießen? Irland! Okay, Irland. Interessant. Aber ihr könnt auch da drauf schießen, oder? U-Boote können doch auf Gebäude schießen. Wir werden angegriffen. Die können nicht... Bitte was? Okay. Wo? Ach du Scheiße! Die Engländer vertrauen jetzt größeren... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Boah, nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht, ihr Engländer, wirklich. Da haben sie einfach meine Nahrungsquelle platt gemacht. Nicht schlecht. Die bauen es wieder auf, ne? Das ist doof, dass die das wieder aufbauen. Konvoi hat England erreicht. Ich frage mich gerade, von wo die Konvois da kommen. Da kommt schon wieder ein... Ah, von da kommt der Penner. Interessant. Der bombt einfach meine Felder weg hier. Das feige Drecksschwein. Hallo, Leute? Könnt ihr mal aufhören, meine Felder wegzubomben? Ich habe kein Holz mehr dafür. Das Oberkommando ist beeindruckt von solcher Effizienz. Ah, okay. Hol mal die Jäger raus. Oh mein Gott, Leute. Das ist jetzt gerade so meine letzte Hoffnung hier. Die Jäger. Lass sie die Bomber mal wegmachen, ey. Verdammte Scheiße. So, wo wurde ich jetzt wieder? Ach du... was baut denn der da? Fregatten, ey. Warrington. Oh, shit. Jetzt geh doch kaputt, blödes Ding da hinten. Und was ist das hier, Fregatte Good Hope? Ja, mach die weg. Mach die Scheiße weg, Mann. Wieso heilen die sich? Das ist ja geil. Wieso heilt der sich denn? Von wegen Irland, oder was? Alter, diese Bomber. Geht mir echt langsam auf die Nerven. Gut, Leute. Gut, dann forste einmal bitte wieder auf. Und Leute, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich speichere das Ding erstmal.
Und ja, dann sehen wir beim nächsten Mal, wie wir hier weitermachen gegen England. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.